Ja, das ist hier die erste Mannschaft Herren des GC Hubbelrad. Am Wochenende haben wir den letzten Spieltag der Saison. Erste Bundesliga Nord und wir wollen uns fürs Final Four qualifizieren, was direkt in der Woche danach in Gutkade in Hamburg stattfindet. Im Moment sind wir Tabellenzweiter, damit wären wir qualifiziert, aber es ist ganz knapp. Also hier hinter mir stehen jetzt fast die ganze Mannschaft und die üben gerade sehr individuell die Schläge, die sie so vielleicht noch ein bisschen verbessern möchten aus dem Bunker. Also Bunker ist die Sandfläche oder Annäherungsschläge, flache, hohe, ein bisschen kürzere, ein bisschen eine weitere Schläge. Und jetzt gerade stehen sie, glaube ich, nebeneinander und spielen so Matches gegeneinander. Wer schafft es, den Ball näher an die Fahne ranzuspielen? Also ich bin Manuel, ich bin Co-Kapitän von unserer ersten Herrenmannschaft und wir bereiten uns jetzt heute mit unserem letzten Training auf den Spieltag in Berlin-Wannsee vor, um dann hoffentlich ins Final Four einzuziehen. Aber wir sind natürlich nicht sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Wir haben ein bisschen wenig Punkte geholt, haben auch keinen Spieltag gewonnen, haben uns ja, deutlich mehr versprochen von der Saison. Trotz alledem können wir natürlich jetzt mit dem letzten Spieltag in Berlin noch alles bereinigen und mit einem Finaleinzug natürlich noch so ein bisschen die Saison retten. Die Ausgangssituation in der Tabelle ist alles andere als klar. Also es sind vier Mannschaften, die theoretisch noch ins Final Four einziehen können. Und wenn wir den Spieltag gewinnen, dann können die anderen theoretisch spielen, was sie wollen. Aber dafür müssen gute Ergebnisse her. Letztes Jahr haben wir uns gerade so ganz knapp nicht qualifiziert fürs Finale. Davor, die 5 Jahre, waren wir immer dabei und haben auch viermal gewonnen. Und jetzt möchte ich schon gern wieder dabei sein. Also wir haben auch so ein ganz bisschen Druck, weil eben das letzte Jahr auch nicht so gut gelaufen ist und auch diese ganze Saison eigentlich eher so holprig gelaufen ist. Würde ich mir schon wünschen, dass wir jetzt mit einem guten Spieltag zeigen, dass wir dahin gehören und dass wir da vorne mitspielen können.